Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich heute einen DM-Haul für euch. Da mein DM-Haul letztens so gut bei euch angekommen ist, habe ich mir gedacht, gibt es diesen Monat wieder einen DM-Haul. Denn ich habe wieder einige Sachen gebraucht und ich habe wieder sehr viel Geld ausgegeben. Ja. Und ja, heute möchte ich euch gerne zeigen, was ich gekauft habe. Übrigens, hier auf dem i-Punkt blende ich euch ein, meinen letzten DM-Haul. Genau, wenn ihr Lust habt, schaut da sehr gerne vorbei. Das ist ein Frühlingshaul. Das wird auch ein Frühlingshaul sein. Ja, und ich blende euch natürlich genauso wie letztens die Preise ein. Die Quittung habe ich nämlich noch. Die Preise blende ich euch hier auf der rechten Seite. Nein, bei euch ist das links. Auf der linken Seite blende ich euch die Preise ein. Genau. Fangen wir an. Ich habe viel für den Haushalt gekauft, weil ich viel brauche. Ich möchte jetzt Frühlingsputz machen, regelmäßig putzen, damit die Wohnung in Schuss bleibt. Weil wenn ich das vernachlässige, sieht die Wohnung katastrophal aus. Das kann ich euch sagen. Und das ist nicht so schön. Man fühlt sich dann auch nicht mehr wohl. Und ja, wenn man jeden Tag irgendetwas putzt, dann bleibt es einfach sauber. Ja, aber fangen wir direkt mal an. Gut, beginnen wir mit Haushalt, beziehungsweise habe ich viel für die Waschmaschine gekauft. Ich weiß nicht, ich bin so ein Waschmaschinen-Freak. Was ich zum Beispiel gerne mache, ist Wäsche waschen. Ich weiß nicht warum, Wäsche waschen mag ich gerne. Was ich hasse, ist Bügeln. Bügeln hasse ich abgöttisch. Fensterputzen hasse ich. Saugen hasse ich, aber am allermeisten hasse ich Bügeln. Und was ich liebe, ist Wäsche waschen. Ich weiß nicht warum, ich mag es einfach. Und zwar habe ich mir nachgekauft von Denk mit die Feinwaschlotion. Und zwar habe ich mir die nachgekauft, die habe ich schon. Die benutze ich zum Beispiel, wenn ich Feinwäsche in der Waschmaschine wasche, benutze ich das. Das ist so eine sanfte Lotion. Oder ich benutze das für Handwäsche, wenn ich das zum Beispiel im Waschbecken wasche. Zum Beispiel Kleider, die ich nur einmal getragen habe, die einfach nur ein bisschen durchgeschwitzt sind. Oder, also die jetzt keine Flecken haben. Sachen, die man nicht in der Waschmaschine waschen kann, weil es gibt ja auch Sachen, die darf man nicht in die Waschmaschine reinstecken. Die wasche ich im Spülbecken mit dieser Feinwaschlotion. Und ja, ich bin zufrieden, ich finde sie gut. Riechen tut sie auch sehr gut. Mhm. Also riechen tut es echt gut, ich weiß nicht. Kann ich euch das irgendwie zeigen? Es ist so ein blaues Gel. So, dann habe ich mir noch was gekauft und zwar wusste ich gar nicht, dass es so etwas gibt. Das habe ich in einem anderen DM-Haul gesehen und zwar von Denk mit Hygienespüler. Wäschedesinfektion beseitigt 99,9% der Bakterien, Pilze und speziellen Viren. Ja, die Frage ist, braucht man sowas für die Waschmaschine? Ich weiß es nicht. Eigentlich ist das gut, wenn man sich zum Beispiel... Wenn zum Beispiel für diese Münzwaschmaschine, die man sich in der Waschküche teilt, zum Beispiel muss man da Geld reinschmeißen und dann wäscht jeder mit dieser Waschmaschine. Dafür ist das, denke ich mal, gut. Aber meine Waschmaschine ist im Keller. Ich habe zwar meine eigene Steckdose für Strom, aber trotzdem, ich weiß nicht, ich bin mir bei den Nachbarn nicht sicher, ob die nicht meine Waschmaschine benutzen. Ich weiß es nicht. Könnte sein, dass sie es heimlich machen, weil die hausieren im Keller. Ich bin sozusagen nie da. Also, ich kontrolliere das auch nicht, aber deswegen finde ich gut, sowas zu haben, auch für die Wäsche. Deswegen habe ich mir das gekauft. Aber das Problem ist, dass das in... Also, links kommt ja Waschmittel rein und in der Mitte kommt entweder Waschspüler rein oder das hier. Und jetzt ist die Frage, man kann da nicht Waschspüler und das zusammen benutzen. Oder, weil wenn das alles in die mittlere Kammer reinkommt, weil finde ich das jetzt doof. Ich dachte, man kann Waschspüler benutzen, man kann das hier benutzen. Zusammen und jetzt nicht entweder Waschspüler oder das hier, weil ich benutze ja auch Weichspüler. Deswegen weiß ich noch nicht, aber schreibt mir gerne eure Tipps dazu, was ihr dazu sagt. Ja. So, dann habe ich noch was gekauft und zwar einen neuen Waschspüler. Sonst benutze ich immer den von Lenore oder Kuschelweich. Und da muss ich sagen, viele sagen, ja, meine Wäsche duftet so toll und so. Meine Wäsche riecht nach gar nichts. Ich weiß nicht, ich benutze... Waschmittel benutze ich momentan Ariel, dieses Waschpulver, dann von Lenore oder von Kuschelweich, den Waschspüler und meine Wäsche riecht nach nichts. Und ja, ich frage mich, woran das liegt, dass sie nach nichts riecht, weil ich benutze ja Markensachen, aber sie riecht nach nichts. Sauber wird sie, ja. Und deswegen habe ich mal was Neues ausprobiert, wollte ich was Neues ausprobieren von Vernelle Soft and Oils Waschspüler. Ist auch total gehypt hier auf YouTube, deswegen dachte ich, probieren wir es mal aus. Ja. Duftet
Sehr gut, also gefällt mir, aber werden wir sehen, ob die Wäsche dann immer noch riecht oder nicht. Also das von Vanel. Du wirst nur, dass ich das jetzt, was ich euch jetzt zeige, nicht alles zusammen benutzen kann, weil eigentlich dachte ich, man kann es zusammen benutzen, ja. Dann, genau, weil meine Wäsche ja nicht so gut riecht, habe ich mir das hier gekauft. Und zwar von Denk mit Wäscheduft für ein intensives Dufterlebnis, frische Traum. Ja, aber das kommt auch in die Spülkammer, in die Mitte. Das heißt, ich kann das alles drei, den Hygienespüler, den Weichspüler und das, den Wäscheduft, nicht zusammen benutzen. Was mich ein bisschen nervt, weil ich wollte das alles zusammen in einem Waschgang benutzen. Ja, auf jeden Fall für Waschmaschinen und Trockner. 2 bis 3 Spritzer in das Weichspülerfach der Waschmaschine geben. So. Und es riecht gut, es riecht nach frische Wäsche. Und ja, ich dachte mir so, weil meine Wäsche ja immer nach nichts riecht, werde ich das hier benutzen, damit die Wäsche vielleicht mal gut duftet. Ja. So, dann geht's weiter. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber im Keller wird meine Waschmaschine doch schnell dreckig, habe ich das Gefühl. Sie staubt, sie wird dreckig. Deswegen habe ich mir das hier gekauft. Hygienische Sauberkeit für Ihre Waschmaschine. Das ist ein Waschmaschinenpflegereiniger. Damit macht man die Waschmaschine sauber, also erstmal macht man die drumherum sauber damit und dann tut man das in die Kammer für, ich glaube, Waschmittel, also steht hinten nochmal dran und dann macht man auf, ich glaube, 90 Grad, lässt die komplett durchlaufen, wenn sie leer ist. Das macht die richtig, richtig sauber und man muss ja da, also in der Trommel, wo Gummi ist, da müsst ihr auch mal reinschauen, weil da sammelt sich so der Schmutz an und das mache ich auch nicht nach jedem Waschgang sauber. Ich weiß nicht, macht ihr das nach jedem Waschgang sauber? Ich nicht. Ich mache das dann immer, wenn ich mir das hier kaufe, dieses von Denk mit Waschmaschinenpflegereiniger. Und dann mache ich das sauber. Und ja, dann mache ich die gesamte Waschmaschine sauber. Ja. So, wo wir bei frischer Wäsche sind, habe ich mir ein neues Deo gekauft. Ihr habt mir ja viele Deos empfohlen. Da freue ich mich auch sehr drüber. Ich habe ein spezielles Deo gesucht von Dusch Das. Wollte ich mir ein Deo kaufen, aber die hatten Dusch Das als Deo nicht im Sortiment. Ist das rausgegangen, ist jetzt meine Frage, oder gibt es das nicht mehr? Also gibt es keine Deo mehr von Dusch Das, weil ich meine, die gab es mal. Weil ich habe da ein bestimmtes gesucht, aber die hatten nichts von Dusch Das, gar nichts. Also keine Deos. Deswegen habe ich mir das gekauft von Rexona Cotton Dry, Dry and Fresh. So, so ein Deo-Rollstick. Das soll wohl, ich rieche jetzt nichts, aber das soll nach frische Wäsche riechen. Also ich weiß nicht, ich will das jetzt auch nicht aufmachen, weil ich noch ein anderes Deo habe. Ja, aber das habe ich mir jetzt neu gekauft erstmal. So, dann geht's weiter mit Haushalt. Ja, wenn man einen Single-Haushalt hat, genau so nennt man das, dann kauft man viel für die Wohnung ein, weil, ja, damit die Wohnung sauber ist. Ich weiß nicht, interessiert euch das? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und gleich kommt noch ein bisschen was anderes. Ja, also... Das hier, davon habe ich 2 gekauft. 1 ist schon in Gebrauch und zwar ist das Denk mit Waschmaschinenpfleger für die Spülmaschine. Die muss ja auch mal sauber gemacht werden. Und dann macht man das ab, also das hier, macht das über Kopf und macht, ich glaube, 60 Grad den höchsten Gang, wenn die Spülmaschine leer ist, damit die auch mal sauber wird. Das muss man auch ab und zu machen, damit die Spülmaschine auch nicht kaputt geht. Ja, deswegen von Denk mit Maschinenpfleger, ja. Dann geht's weiter, dann habe ich mir noch was für den Haushalt gekauft und zwar sowas habe ich auch nicht, aber und zwar von Meister Popper für die Küche 3 in 1. So, das hier, das ist Küchenreiniger, starke Fettlösekraft, strahlender Glanz, frischer Zitrusduft. Genau, das war auch nicht allzu teuer, das habe ich mir gekauft für die Arbeitsflächen, weil ich mache die immer mit so einem Lappen sauber, aber nur mit Wasser. Aber so diese, wenn es so richtig dreckig ist von Essensresten, kriegt man das nicht ab, deswegen habe ich gedacht, das hier... Damit ich das ein bisschen so sprühen kann und damit das auch sauber geht. Ja, deswegen Küchenreiniger. Also hatte ich jetzt gar nicht, deswegen habe ich das gekauft. Ja. So, dann noch was. Und zwar habe ich hier von Denk mit neue feuchte Allzweck-Tücher für die Küche gekauft. Und zwar pure Frische in Blau. Das habe ich auch schon in ganz vielen Videos gesehen. Sonst haben die, glaube ich, nur, was haben die? Gelb und noch was. Auf jeden Fall haben sie immer dieses Gelbe und... Ich glaube grün, diesen Apfel. Und ja, ich wollte jetzt noch was Neues, deswegen habe ich die mitgenommen. Ja. So, dann habe ich mir noch was Neues gekauft für die Küche. Und zwar muss man auch den Kühlschrank sauber machen. Der wird auch sehr, sehr schnell dreckig bei mir. Ich weiß auch nicht wieso.
Und ich habe den immer so mit Wasser und Spülmittel sauber gemacht. Aber es gibt da etwas von Dr. Beckmann. Das hier. Habe ich auch mal übrigens in dem YouTube-Video gesehen. Kühlschrank-Hygienereiniger mit dem Bio-Alkohol. Lebensmittel sauber und neutralisiert Gerüche. Auch für Mikrowelle und Arbeitsflächen. Okay, das werde ich aber jetzt nicht, glaube ich, für Mikrowellen und Arbeitsflächen benutzen. Dafür habe ich ja jetzt das andere gekauft. Weil das war doch schon ein bisschen teurer. Ich glaube, um die 3 Euro für 250 Milliliter. Ja, deswegen denke ich, werde ich das für den Kühlschrank benutzen. Ja, weil Lebensmittel ist auch so eine Sache, das muss ja auch sauber gemacht werden, wenn man da Lebensmittel ordert. Und Dr. Beckmann, Hygienereiniger, perfekt, ne? Für den Kühlschrank, ja. So, dann zeige ich euch, und zwar habe ich was bei einem Produkttest gewonnen von Rossmann. Rossmann, der Name heute. Passt jetzt nicht unbedingt rein, aber ich wollte euch das trotzdem mal im Video zeigen, weil vielleicht interessiert euch das. Und zwar, das hier habe ich gewonnen. Das ist jetzt nämlich auch in der Werbung und ich wollte euch das erstmal zeigen, bevor ich das ausprobiere. Und zwar ist das einmal diese Zahnbürste, Colgate Max Right Expert Right Zahnbürste plus Whitening Stift. Das heißt, es ist eine Zahnbürste mit diesem Stift, damit die Zähne weißer werden. Weil ich habe euch ja erzählt, ich hatte diese Stripes in meinem Favoritenvideo, die ich gut fand. Aber die waren auch weißer, die Zähne. Aber wenn man die nicht mehr benutzt, weil man kann die ja nicht jeden Tag benutzen, irgendwann jetzt sind die auch leer, dann werden die Zähne wieder gelb. Und ja, deswegen dachte ich, probiere ich jetzt mal das aus für weißere Zähne. Und dazu habe ich eine Zahnpasta von Colgate bekommen. Und zwar die Max White Expert White. Weiße Zähne in 5 Tagen. Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich wirkt, weil... Also ich bin wirklich sehr gespannt. Ich weiß auch gar nicht, wie teuer das ist. Aber ich blende es euch irgendwo ein. Ja. So, dann habe ich mir aber auch eine neue Zahnbürste gekauft bei DM. Und zwar diese hier. Das ist Dr. Best in Weich. Die habe ich schon auch in Weich, aber hier in Orange. Aber eigentlich finde ich die nicht so gut. Ich weiß nicht. Ich habe sie trotzdem gekauft, weil ich habe keine Ahnung in Sachen Zahnbürsten... was ich da so benutzen kann, irgendwie ist das alles für mich so, ich weiß nicht, mit Zahnbürsten kenne ich mich leider nicht so gut aus. Falls ihr mir welche guten empfehlen könnt aus der Drogerie, schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Dann habe ich mir Reinigungstücher gekauft von Balea Soft and Clear pflegende Reinigungstücher, beziehungsweise Abschminktücher. Die sind nämlich mit Salicylsäure für unreine Haut. Ja, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich habe momentan, also hier könnt ihr sehen, ganz viele Pickelchen, ganz viele rote Flecken und, wie sagt man, Mitesser habe ich nie so viele und ich weiß auch nicht, woher das kommt. Das an meiner momentanen Gesichtspflege liegt, keine Ahnung, aber deswegen habe ich mir die gekauft zum Ausprobieren, ja. So, dann geht's weiter und zwar habe ich meine Lieblings-Balea-Arztseife gekauft, diese hier. Wisst ihr, für meine empfindlichen Hände habe ich diesmal eine genommen. Und dann habe ich mir was Neues gekauft, weil das günstiger war. Und zwar Balea Med pH 5,5 hautneutral, seifenfreie Waschlotion für empfindliche Haut. Vielleicht ist die genauso gut wie die Arztseife. Ich weiß es nicht, weil hier sind mehr drin. Hier sind 500 ml drin. Und ich meine, es ist günstiger oder genauso teuer. Ich bin mir nicht sicher, aber ihr werdet es schon wissen, weil ich den Preis hier irgendwo eingeblendet habe. Und hier Balea Med. Ich weiß es nicht. Also falls ihr Erfahrung damit habt, sagt Bescheid, weil es gibt davon eine gesamte Serie. Wusste ich auch nicht, habe ich jetzt auch zufällig entdeckt. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ob das Produkt genauso gut sein wird wie das hier. Ja. So, dann habe ich mir ein Gesichtswasser gekauft, klärendes Gesichtswasser, aber mit Fruchtsäure. Ich benutze ja immer das Pinke sehr gerne für sensible Haut. Ich glaube für sensible und trockene Haut, damit bin ich zufrieden. Aber was mir momentan aufgefallen ist, dass ich hier auf der Stirn habe ich kleine Pickelchen, also ganz viele kleine Pickelchen. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe gelesen, es kann vom Waschpeeling kommen. Also wenn ich zum Beispiel so ein Waschpeeling, wenn ich das benutze, bekomme ich das. Aber es kann auch von Haarlack kommen, weil ich benutze ja jeden Tag Haarlack. Und wenn das hier hinkommt, kann es auch davon kommen. Und ja, bei mir ist es so, immer wenn ich dieses Gesichtspeeling benutze, aber nur dieses eine, das ist von Baby Young her, dann habe ich das. Oder... mit Haarlack ist es nicht so. Es ist nur mit Haarlack so. Mit Haarlack ist es nicht so. Es sei denn, ich benutze das in Verbindung, glaube ich. Aber sonst, wenn ich was anderes benutze fürs Gesicht und das, habe ich das jetzt nicht. Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen kompliziert, ne? Wenn ich diese Pickelchen habe, habe ich gelesen, soll Fruchtsäure helfen. Deswegen habe ich mir dieses Waschpeeling mit Fruchtsäure gekauft. So, weiter geht's. Und zwar habe ich etwas zugeschickt bekommen.
Diesmal von Garnier und zwar ist das das neue Garnier Micellenreinigungswasser Waterproof entfernt wirksam Make-up, reinigt schon und erfrischt. Gesicht, Augen, Lippen, kein Fetten, das hier. Ich hatte mir ja letztens das Pinke gekauft, mit dem ich auch immer zufrieden war. Das habe ich noch nicht benutzt, weil ich momentan noch was anderes benutze. Aber das werde ich auch benutzen. Das ist, wie ihr sehen könnt, so ein Zwei-Phasen-Gedöns. Und hier, ich werde euch dann berichten, wie ich das so finde. Ich denke, in einem Aufgebraucht-Video oder vielleicht früher, wenn vielleicht in meinen Favoriten, wenn ich das besonders gut finde. Ja, ja, ich bin schon gespannt, wie das so ist, weil ich mag ja diese Micellenwasser. Die kriegen ja das gesamte Make-up weg, was ich super gut finde. Und ja, ich freue mich sehr, weil ich mag diese Dinger. Ich mag diese Micellenwasser einfach total gerne. Und ich hoffe, dass es gut sein wird. So, dann geht's weiter. Und zwar habe ich mir einmal Haarspray gekauft, nachgekauft, weil ich ja, wie gesagt, immer Zopf trage und immer mir so hier so Haarspray mache. Jetzt habe ich diese ganzen Fisselhaare im Gesicht, so diese Babyhaare, aber die stehen so ab. Das mag ich gar nicht, deswegen Haarspray. Da kaufe ich irgendwas von Balea. Ja. Dann habe ich mir noch nachgekauft von Ebelin mein Nagellackentferner. Der ist acetonfrei. Den mag ich total gerne und kaufe ich immer wieder gerne nach. Dann habe ich mir eine Fußbutter gekauft und zwar Balea Fußbutter Lovely mit Minzöl und Blutorangenextrakt. Diese hier finde ich gut, mag ich gerne. Also die ist jetzt noch zu, aber Fußbutter benutze ich auch total gerne. So, dann habe ich mir noch eine Maske gekauft von Shabens und zwar die Totes Meer Maske. Reinigt intensiv gegen Pickel und Mitesser. So, genau. Wie ich schon gesagt habe, ich habe unreine Haut, ich habe Pickelchen, ich habe Mitesser. Und ja, deswegen dachte ich, kann ich das damit vielleicht beseitigen. Und, was habe ich mir noch gekauft? Genau. Ich habe mir was in Sachen Food gekauft, aber nur eine Sache, weil ich nur eine Sache gebraucht habe. Und zwar Bio-Leinsamen ganz. Weil ich keine Leinsamen mehr hatte und die brauche ich für mein Essen, Frühstück und so weiter, ist sogar vegan. Ja, also Leinsamen tue ich überall rein, weil Leinsamen ist auch gut für die Verdauung. Wenn man eine schlechte Verdauung hat, so wie ich, ich habe eine richtig, richtig, richtig schlechte Verdauung, Verstopfung könnte man sogar schon sagen, ist aber schon immer so gewesen, was mich nervt, weil eine gute Verdauung ist für eine Diät sehr, sehr gut. Und wenn man nicht so auf die Toilette geht, das ist nicht so gut. Ja. Aber ich will euch nicht mit meiner Verstopfung nerven. Ja, die Alte hat Verstopfung, ne? Egal. Also von DM Bio Leinsamen ganz. Kann ich auch sehr empfehlen, ja. So, dann noch ein Produkt. Und zwar habe ich das in einem Video gesehen. Das habe ich mir jetzt auch gekauft, weil momentan habe ich Schlafstörungen, wie ihr mitbekommen habt. Wie ihr sicherlich auf Snapchat mitbekommen habt. Ich blende euch hier meinen Namen ein. Da könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Dort sind ganz viele Neuigkeiten, dort seid ihr immer up to date und erfahrt ganz, ganz vieles über mich und drumherum um mich. Wenn euch das interessiert, dann schaut unbedingt vorbei. Ich habe mir Oropax gekauft, Luxus für die Ohren, weil es momentan wirklich, also die Wohnung ist hellhörig. Also wir sehen, ist hier mein Bett, die Wohnung ist hellhörig. Da vor der Haustür, also hier ist mein Fenster, da ist eine Baustelle. Um 7 Uhr morgens fangen die an. Um 7 Uhr morgens ziehe ich das mal rein, ich arbeite nachts. Ich arbeite nachts. Wenn ich nach Hause komme, schlafe ich bis mittags. Und ich brauche meinen Schlaf. Sonst bin ich nicht fit. Und um 7 Uhr morgens fangen die an. Ne? Mit düt, düt, düt. Von Montag bis Freitag. Es geht den ganzen Tag so. Es geht nicht, Leute. Ich schlafe in letzter Zeit gar nicht mehr. Der über mir lässt die ganze Nacht den Fernseher an. Die ganze Nacht läuft der Fernseher. Ich höre jedes einzelne Wort vom Fernseher. Könnt ihr euch das vorstellen? Und um 7 Uhr morgens, die Omi, die genau hinter dieser Wand wohnt, das ist ein Haus weiter, telefoniert um 7 Uhr morgens. Ich höre alles, ich höre alles. Ich höre jedes einzelne Wort, was sie sagt. Ey, das ist schrecklich, das ist so, so schrecklich. Ich erfahre da Sachen, ich weiß, was sie den ganzen Tag macht, weil sie das immer erzählt in ihren Telefonaten. Ich weiß alles, weil wenn ich hier sitze und meine Videos schneide oder irgendwas und ich dann alles mitkriege und sonntags hört die Alte immer Musik und zwar schon um 7 Uhr morgens fängt es an, Schlager, und zwar lautstark. Und ja, Problem ist nur, wenn man nach draußen geht, hört man nichts. Ich glaube, ich höre das nur alles. Ich weiß nicht, wieso. Ich glaube, ich habe die Arschkarte in Sachen Wohnung gezogen. Deswegen die ideale Lösung, Oropax.
die werde ich mir in die Ohren stopfen und ich hoffe, ich höre nichts mehr. Weil ich habe gelesen, das soll gut für, auch für Konzerte und sowas sein, was ich mir für Party, Konzert und Freizeit. Schutz vor Lärm. Bin ich mal gespannt. Heißt das, wenn ich in eine Disco gehe und da ganz lautstark Musik läuft und ich die drin habe, höre ich nichts mehr? Ist das wirklich so? Ich hoffe. Also ich bin gespannt auf diese Dinge. Ja. Ich werde euch berichten, ob das was bringt. Ja, das wird wieder ein mega langer DM-Haul sein, aber es sind nur noch ein paar Sachen. Und zwar jetzt kommen wir zur dekorativen Kosmetik. So, und zwar habe ich mir 3 Sachen von Essence gekauft. Ich wollte mir dieses Augenbrauen-Gel kaufen, Eyebrow, aber die hatten nur 1 davon. Und als ich das geöffnet habe, war das schon angeditscht, deswegen habe ich das nicht genommen. Weil sowas wollte ich dann dort nicht kaufen. Und ja, da habe ich mir 3 andere Sachen gekauft. Einmal einen neuen Nagellack von Essence. Der ist aus dem neuen Sortiment. Ich wollte unbedingt diese Farbe haben. Ich habe den bei einer auf Instagram gesehen und fand den so, so toll. Und zwar ist das die Farbe 56 You and Me. Und ja, ich darf endlich wieder Nagellack tragen. Ist das nicht eine schöne Farbe? Ich finde die richtig, richtig süß. Deswegen durfte ich die mit. So, dann habe ich mir noch etwas gekauft, was total gehypt ist. Und zwar von Essence Studio Nails Repairing Nail Oil. Das ist reparierendes Nagelöl. Und ja, ich bin sehr gespannt, weil ich benutze von Microcell den Nagelhärter. Und der trocknet wirklich die gesamte Nagelhaut aus. Es ist wirklich, hier ist alles richtig, richtig trocken. Ich habe hier richtig Hornhaut, könnte man schon sagen, ne? Ja, und ich hoffe, dass mir das dann helfen wird, dieses Ding, dieses Öl. Das riecht sogar lecker. Das riecht lecker nach Kaugummi. With Argan Oil, also mit Arganöl, also ich bin gespannt. Ja, also das gab es noch in Orange, aber ich habe jetzt das mitgenommen. Ja, also ich bin gespannt, wie das so ist, ja. Und mein letztes Produkt, auch eine Farbe, ich glaube, die ist auch aus dem neuen Sortiment, da bin ich mir nicht sicher. Und zwar, wie heißen die? Ich weiß nicht, das steht nicht drauf, aber diese gehypten Lippenstifte. Und zwar die Farbe 21 Très Chic. Das heißt, sehr schick. Das heißt, das ist so ein, boah, seht ihr das, so ein richtig, richtig geiles Rot. Boah, das ist geil. Ich swatch euch das mal. Boah, ich bin gar nicht sicher, ob ich nicht so eine Farbe schon habe. Ich habe alle Farben doppelt und dreifach. So, seht ihr diese Farbe? Richtig, richtig kräftig. Und ja, was ich an diesen Lippenstiften mag, die sind wirklich sehr leicht aufzutragen. Hatte ich bisher bei jeder Farbe, dass die super, super easy aufzutragen ist. Ja, deswegen habe ich mir die mitgenommen. Also, die haben, glaube ich, ganz viele neue Farben. Ja, und das war's. Das war mein DM-Haul. Und ja, der ist mega lang geworden. Aber ich kann euch sagen, wie viel ich insgesamt bezahlt habe. Haha, 46,80 €. Ja. Das ist so, wenn man nach DM geht, das artet bei mir immer aus. Obwohl ich viel für Haushalt gekauft habe. Und das kauft man ja auch nicht immer nach für Haushalt, ne? Ja. Na gut. Na gut, Leute, das war's. Das war mein DM-Haul. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diesen DM-Haul fandet. Falls ihr mir noch irgendetwas empfehlen könnt, was ich mir unbedingt anschauen könnte bei DM, dann schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und ja, ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Däumchen nach oben. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dürft ihr das sehr, sehr gerne tun. Das ist natürlich auch kostenlos. Ja, und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!